Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Wonderbox. Wir spielen die Kampagne und zwar die Reise des Helden. Uns fehlen noch 3 Level davon. Gehen wir dem an. Ein stürmischer Traum. So, legen wir mal los. So. Oh, wir sind mitten in der Nacht aufgewacht. Guck mal, unser Aussehen habe ich ein bisschen verändert. Jetzt sind wir mal ein bisschen froschmäßig. Hier kann ich diesmal raus ein Schwert. Das holen wir uns mal. So, und da ich ja sehe, dass hier oben schon eine Münze ist, holen wir uns die auch gleich nochmal. Man weiß ja nie, ob man nicht die doch nochmal braucht. Aha. Ja, hier sind wir gelandet letztes Mal, ne? Gehen wir raus, was der Traum uns so bringt. Warte mal, kann man da hinten längs? Das machen wir nochmal. Nicht durch. Aber warum schwebt denn das Ganze hier? Sieht so fast aus, als ob man da irgendwie hin kann. Oder soll das wahrscheinlich den Traum symbolisieren? Aber trotzdem, irgendwo muss man ja längs kommen. Da auf jeden Fall nicht. Da auch nicht. Kann ich hier rauf, den Baum und dann... Ah, okay. Okay, oh. Ein bisschen wehr, das Ganze. Oh nein! Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Jetzt brauchen wir schon Leben hier. Sonst war es das gleich mit uns. Ah, da ist zum Beispiel ein Leben. Wie komme ich da hin? Achso. Kann ich durchgehen. Aber mehr gibt es ja nicht. Ich muss hier hoch. Okay. Ah. Da ist die Ausgang. Die Ausgang. Der Ausgang natürlich. Ein Schild. Oh nein! Nein! Was habe ich denn gemacht? Ich wollte nicht. Aber der braucht ein bisschen lange, um das Schutzschild hochzuheben. Egal. Ey, was mache ich denn da? Oh. Wow, aber jetzt habe ich trotzdem ganz schön viel Leben verloren. Sind wir hier was drin? Nee. Hier hoch. Huch. Ist hier noch irgendwo Leben? Nee. Ja. Ah! Huh. Muss aber schnell sein. Ist hier ein Leben drin? Nein! Oh, oh. Egal, lassen wir ihn doch da unten. Obwohl, wahrscheinlich brauchen wir seine Münzen. Kann ich mal zurückgehen? Sind alle wieder da oder er? Ist nur er wieder da? Okay, pass auf, wir gehen mal runter. Ich glaube, wir brauchen seine Münzen. Ich weiß es nicht, aber es kann natürlich sein, dass nachher irgendjemand fragt, hast du keine 30 Münzen? Und dann müssen wir den mal holen. Okay. Das ist ein richtiges Kampflevel, das haben wir auch noch nicht gehabt, so richtig, ne? Na, komm, von der anderen Seite vielleicht reingucken. Okay. Oh, ja, schon. Jetzt geht es ja richtig ins Eingemachte hier. So. Angelt er da ganz friedlich? Gleich mal vom Angeln abhalten hier. Das ist auch schon cool, witzig. Also die Designs sind wirklich sehr ausgefallen. Das heißt, man kann viel sich
und kann sich viel abgucken für seine späteren eigenen Levels, muss man ja sagen, weil ja, ist ja eigentlich schon recht vielfältig, was man alles machen kann. Oh! Wow! Das war eine gemeine Falle. Das war wirklich eine gemeine Falle. Okay. Also mal ein bisschen ranzoomen hier. Ach, guck mal, ich bin jetzt mit drin. Ach, guck mal. Das war's schon. Sehr gut. Das war wirklich ein merkwürdiger Traum. Oh, so kriegen wir neue Sachen? Schauen wir mal. Nee. Gut. Die große Bedrohung. Spielen wir gleich weiter. Das ging ja relativ flux hier. War auch nicht so viel, war auch nicht so rätsellastig, muss man sagen. So, wir haben jetzt keine Waffe. Gucken wir, ob wir irgendwas kriegen hier. Gehen wir hier raus. Da ist schon mal ein Schild. Das brauchen wir garantiert. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Kann ich hier runtergehen? Ah. Ah, guck mal, es ist eine Karotte, okay. Dann kriege ich wahrscheinlich nur Leben, aber irgendwas muss es hier geben. Wir zoomen mal kurz raus und drehen mal das Ganze hier ein bisschen. Also das da, in diese Rauchwolke darf man nicht rein, da stirbt man sofort. Aber es muss hier garantiert, irgendwo gibt es hier, da unten ist auf jeden Fall eine Tür. Da können wir mal hin, weil es gibt auf jeden Fall garantiert eine Spitzhacke hier irgendwo. Oh nein. Den Karotte wollte ich jetzt nicht schmeißen. So. Oh. Genau. Habe ich nicht? Von hier vielleicht. Ah. So. Dann haben wir schnell die Münze noch ein hier. Okay, gibt es hier noch irgendwas? Irgendwas übersehen? Da ist noch eine Karotte. Sollen wir die noch einsammeln? Wahrscheinlich, ne? Haben wir zwei davon. Gut. Da geht's einfach raus. Ah, die können wir nur mit. Der Bogen ist echt fantastisch, ne? Oh nein! Was mache ich? Das war ja blöd. Nochmal. Oh. Da muss man natürlich aufpassen. Da muss man echt gut springen hier. So. Können wir noch irgendwo anders hinkommen hier? Nee, ne? Nur hier unten raus. Okay. Das Schwert wechseln. So, jetzt machen wir Y und dann tauschen wir da mal das Schwert hin. So. Die Karotte wieder geworfen, naja, egal. Gut, gehen wir raus. War der erwischt? Ja. Nee, ohne hinzugucken, blind. Okay, aber da gibt's noch mal Leben. Das holen wir uns mal schnell. Da geht's auch noch rein. Achso, da kommt man nur da durch. Okay. Oben ist noch mehr Leben, aber das brauchen wir jetzt ja gar nicht. Also eine Spitzhacke finden wir garantiert noch. Waren wir hier nicht schon? Warte mal. Hm. Ich meinte, naja gut. Egal, wir gehen erstmal hier weiter. Vielleicht müssen wir wieder zurück. Oh. Oh.
Uiuiuiui. Kann man hoch? Ja. Kann ich das Haus rauf? Man kann hier auf diesen Stolpen. Aber hier oben soll ich nicht hin, ne? Nee. Da hinter dem Haus irgendwas? Kurz rauszoomen. Nee. Na gut, dann gehen wir runter. Ist die Frage, wo wir hin sollen. Okay, gehen wir hier links. Sind wir von unten gekommen, dann gehen wir hier raus, ne? Yes. Oh, das ist so eine Art kleiner Mini-Boss gewesen, oder was? Wenn wir aus den Türen welche rauskommen hier. Ah. Oh, der Boden. Ah. Okay, der Boden sollte wahrscheinlich gut gehen, wie man sieht. Auch clever, kann man auch gut einsetzen. Und durch die Katakomben hier, oder beziehungsweise durch die Abwässerkanäle. Okay, das war's tatsächlich. Aber ziemlich gut gemacht. Also muss man sagen, das war ein ziemlich cooles Level. Gefällt mir. So, jetzt kommt das letzte von dieser Reise. Mal sehen, ob wir das auch so easy peasy machen können. Aber eine neue Stufe, das heißt, wir kriegen neue Sachen. Waldläuferin Torso. Oh, das war's schon. An der verruchten Festung. Schauen wir nochmal. Gibt auch einen neuen Kopf, wenn wir das geschafft haben. Gehe ich mal von aus. So, falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert mich doch bitte. Das würde mich sehr freuen. Auch wenn man, auch wenn ich eine etwas quakige Stimme habe, würde ich mich freuen, wenn ihr abonnieren würdet. So. Die Gegner sind noch leicht, aber die schwarzen Ritter, das ist jetzt keiner hier, aber die sind wirklich ein bisschen schwieriger. Gehen wir hier rein. Aber wie man sieht, da oben brauchen wir einen Schlüssel. Wir schauen uns mal an, welchen Schlüssel wir brauchen. Damit wir nicht dämlich durch die... Okay, hier brauchen wir den mit dem... Oh, hier ist auch noch ein Schloss. Welchen Schlüssel brauchen wir da? Den Königsschlüssel, okay. Den nehme ich jetzt mal rein. Das sieht schon cool aus hier unten. Haben die schon nett gemacht. Okay, jetzt wird's spannend. Alles noch machbar, alles noch machbar. Also die Steuerung ist wirklich sehr gut, da kann man nichts sagen. Oh. So. Ach, nicht drin, okay. Hey, hab ein Schild? Ein Schild habe ich, okay. Oh, die habe ich gar nicht gesehen, aber gut durchgekommen. Aber ein Schild haben wir, das ist schon mal gut. Oh nein! Oh nein! Oh! Nicht das Schild gedrückt. Okay, jetzt wissen wir ja, dass das Schilde sind. Das ja. Oh! So. Okay. Relativ easy. Okay, die Leben brauchen wir wahrscheinlich noch nicht. Aber runter. Er ist dumm, ne? Jetzt haben wir natürlich keine Leben verloren. Na gut. Und jetzt kann ich die Leben da oben natürlich nicht holen. Das ist natürlich echt bescheuert. Na gut, oder komme ich da. Oder warte mal. Oder können wir hier so einen coolen Move machen? Guck mal, zack. Gar nicht so schlecht von mir, oder? Den kennen wir auch noch. So. Alle Münzen mitnehmen, die wir finden. Da ist ein Ausgang und... Ne, da ist nichts. Da ist nur der Gaff.
der Typ mit der Pike drin gewesen. Was ist das nochmal? Okay. Dumm von mir, gebe ich zu. Aber jetzt wissen wir, was es ist. War die Bombe, okay. So. Ach so, warte mal. Dann machen wir doch mal. Wie viel können wir davon legen? Wissen wir nicht, ne? Ja, okay. Ah, hier geht's raus. Sehr gut. Mal kurz drehen hier, dass wir das sehen können. Ach, guck mal, die hätte ich übersehen fast. Aber hier haben schon mal einen Schlüssel. Sehr gut. Können wir schon mal eine Tür aufmachen. Legen wir kurz eine Bombe hin. In die Mauer rein. Ziemlich gut. Gucken wir da nochmal ein. Schrotter. Tick, 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 tick. Boom. Sehr gut. Hier wieder hoch. Aha, aha. Die Frage, welchen Ausgang wir nehmen. Ne, ist nicht die Frage, denn wir sind ja auf... Sehe ich das gerade? Das ist ja wieder im Eingang sozusagen. Also, genau, das war der Eingang. Also gehen wir hier durch. Und dann müssten wir jetzt zu dem Raum kommen, wo die beiden Türen sind, oder? Genau. Also war das hier die? Hier können wir aufmachen. Gehen wir nochmal da rein. Okay. Hier ist gejumpt. Okay, jetzt wird es ein bisschen enger. Oh, das sind die Selbsthochpicker-Dinger. Ein bisschen Timing machen. Warte, wir machen mal so. Kann ich mal oben gucken? Ah, okay. So. Na, die wollen es wissen von uns. Wir müssen auf jeden Fall das Schutzschild haben. Ja, da kommen wir ohne Schutzschild, glaube ich, nicht durch. Okay. Da ist wieder unser Enterhaken. Der ist da oben, da müssen wir also, okay, wir müssen den ganzen Ding da hinspringen. Oh, warte. Oh. Oh, das wird schwer. Oh. 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 Alter Schwede. Gut. Der ist schon mal ganz gut. Den setzen wir mal hier oben rein gleich. Kann man schon darüber ziehen, ne? Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Leben gleich. Wir haben es jedenfalls in die nächste Box geschafft. Oh, das ist nicht euer Ernst, ey. Komm, kann ich mich ganz darüber schießen auch? Ja. Ne, warte mal. Warte, ich versuche mal, ob ich die Rüstung da hinten bekomme. Müsst ihr eigentlich, oder? Ach, wie geil ist das? Da muss man die ganze Kacke gar nicht machen. Aber wahrscheinlich haben sie es gemacht, falls man sich das Ding nicht eingesammelt hat. Da ist ein anderer Schlüssel. Perfekt. So, wir können direkt darüber hüpfen. Und hier durchgehen. Dann machen wir die nächste Tür auf. Zelda-like, ne? Einfach mal schön die ganzen Fähigkeiten erkämpfen. Ach, verdammt. Das ist ein ganz anderer Schlüssel. Ach, warte mal. Ach, guck mal hier. Warte. Wäre nicht ganz blöd. Da ist wahrscheinlich auch eine Tür noch hinter. Oder auch nicht. Ja, zumindest geht's hier runter. Das ist aber eine große Truhe. Die müssen wir uns, glaube ich, holen. Okay, die kriegen wir nur mit unseren Fähigkeiten. Ah, das ist echt lustig. So. Boah, ist natürlich dumm, wenn man gar nichts sehen kann. Ah, da. Und da kriegen wir jetzt die Truhe auf und kriegen wir dann den anderen Schlüssel hin. Ach geil, ich mache eine Truhe auf mit einem Schlüssel, um einen Schlüssel zu bekommen. Ich meine, war nicht verkehrt, aber...
Oh. Ach, den Schlüssel sollte man vielleicht auch mitnehmen und nicht nur da liegen lassen. Sehe ich gerade? Schön da liegen gelassen. Boah, so brauche ich den. Brauche ich doch gar nicht. So. Gut. Machen wir jetzt endlich die große Tür hier oben auf. Das ist genauso groß wie die andere, aber da können wir jetzt rein. Ein Schwert. Ein Schwert, sie zu knechten. Jetzt kann man nicht kämpfen. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Und jetzt kriege ich. Das ist geil, man muss erstmal alle bekämpfen, bevor man das ganze Leben bekommt. Kommt jetzt der Boss. Da ist er. Oh, das ist tatsächlich ein Boss. Oh, dieser blöde, miese Typ. Oh. Okay. Oh nein! Okay, nochmal. Das ist aber, glaube ich, machbar. Oh nein! Ich glaube, hier brauchen wir die anderen Fähigkeiten auch. Warte mal. Oh. Haben wir ihn getroffen einmal noch? Okay. Ah. Kann ich die aufnehmen? Habe ich zu viele Sachen? Achso, warte mal. Dann legen wir das. Wir haben ja. Obwohl, das ist ein anderes Schwert, ne? Lass das Schwert auch ablegen. Und dafür nehmen wir das. Hä? Warte mal. Ablegen? Nochmal. Kann ich das nicht ablegen hier? Doch. Ist abgelegt. Ach so, ich kann es aber dann nicht. Hä? Austauschen. Fallen lassen. Okay, na klar. Dann machen wir hier. Ich könnte das einsammeln. Auf. Ja. Ja. Mann, ey. Gesundheit. Ja, danke. Du bist wieder mit, ne? So, das ist unser cooles Herz. Das holen wir uns jetzt. Warte mal, hier sind noch. Man kann ja auch noch verschiedene Sachen aufmachen. Was machen wir da glatt? Hier ist ein Schlüssel. Warte mal. Ein Schlüssel. Können wir denn reden? Ich bin froh, dass du hier bist. Okay. Schön, dich zu treffen. Wo ist hier jetzt? Das heißt, wir befreien die ganzen Leute mal hier. Gibt es noch mehr, die man befreien kann? Hier drüben, ne? Sagt die alte Dame. Ohne deine Hilfe werden wir verloren, ja. Eines Tages werde ich auch ein Held sein. So wie ich. Genau. Okay, dann haben wir die alle befreit. Das war's. Du hast die Kampagne, die Reise des Helden, abgeschlossen. Königsbezwinger. Die Kriegerin, du hast die Kriegerin-Avatar vervollständigt. Das Kriegerin-Avatar natürlich, ne? So. Wir haben noch 15? Tatsächlich. Adliger Beine. Kriegerin-Kopf. Gut. Ein schändlicher Plan zur Eroberung und Unterwerfung wird vereitelt und ein Held steigt aus den vergessenen Teilen des Landes auf, um den Tag zu retten. Als der Held nach Hause zurückkehrt, feiert das Dorf, weil nun endlich wieder Frieden herrscht. Doch nach solchen Abenteuern reizt das Dorfloben des Helden nicht mehr. Neue Wunder warten in weit entfernten Gegenden. Achso. Kann man jetzt noch zurückgehen wieder, ne? Gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit Die Reise des Helden. Wir werden uns in die riesige Welt begeben. In der neuen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss und so.